Good morning, ladies and gentlemen, und willkommen zurück zu Forza Horizon 5. Heute mit dem 1969er Chevrolet Camaro Supersport Coupé. Diesen Wagen werde ich euch heute präsentieren. Wir werden ihn über die Teststrecke fahren und uns auch das Tuning natürlich ein bisschen genauer angucken. Und der Camaro Supersport ist ein besonderes Aggregat tatsächlich. Es handelt sich hierbei um die erste Generation des Camaros, also wirklich die Ursprünge des Modells werden hier hervorgebracht. Und ja, es ist ein sehr, sehr geiles Aggregat insgesamt. Ich bin ein Fan von der ersten Generation. Ich finde die erste auch geiler als die zweite. Muss ich persönlich einfach sagen, weil ich es von der Form her einfach viel stimmiger, sehr viel geiler finde. Als die zweite eben. Ich finde die zweite jetzt auch nicht schlecht, ne, so ist nicht. Aber das hier ist schon insgesamt ein cooles Aggregat. Das kann man wohl ganz eindeutig so sagen. Es ist im Spiel nicht hundertprozentig akkurat umgesetzt. Es fehlen die Supersport-Logos. Ob das Ganze jetzt von Chevrolet, GM oder Turn 10 ausging, weiß ich an der Stelle nicht. Auf jeden Fall sind die seit Horizon 3, glaube ich, nicht mehr auf den Supersport-Modellen existent, kann man an der Stelle auch mal erwähnen. Deswegen eigentlich werden hier noch überall so ein paar Logos mehr, die den Wagen dann auch nochmal ein paar Akzente mehr geben würden. Das Interieur gefällt mir gar nicht, muss ich sagen. Ich bin kein Fan von Holz im Innenraum. Und wenn es so viel ist und so komisch verteilt dann auch noch gleichzeitig irgendwo, dann erst recht nicht. Also ich bin nicht wirklich angetan vom Innenraum hier. Und auch die Sitze gefallen mir gar nicht. Also das ist an sich eine absolute Katastrophe. Muss ich an der Stelle wirklich mal ganz klar so sagen. Trotzdem würde ich sagen, wir starten ihn mal. Klingt nicht schlecht, wir fahren mal wieder mit dem Camaro. Und ja, sind mal sehr gespannt, was er so alles erreichen kann. Wir haben, wie gesagt, den Chevrolet Camaro Supersport Coupé aus dem Jahre 1969. Unter der Haube steckt der L78 Motor, ein 6,5 Liter V8 Motor. Das hat auch einen besonderen Grund, denn damals war es bei GM noch verboten, in die mittelgroßen Fahrzeuge, weil der Camaro eben drunter fällt, Motoren einzubauen, die 6,6 Liter oder größer sind. Deswegen hat man sich gesagt, okay, 6,5 reichen auch. Ist ja auch okay für ein Coupé der Mittelklasse, beziehungsweise für ein mittelgroßes Coupé. Kommt man mit 6,5 Liter Hubraum ja auch irgendwie zurecht, muss man sagen. Der Motor schafft es auf stolze 380 PS. Sowie 563 Newtonmeter Drehmoment auf ein Deckgewicht von 1,6 Tonnen. Von 0 auf 100 geht der Wagen in 6,5 Sekunden. Die Topspeed ist bei 190 km/h erreicht. Preislich begann der Wagen umgerechnet bei knapp über 20.000 Euro. Mit Inflation einberechnet natürlich. Und es wurden insgesamt 4.889 Stück gebaut. Ich habe drei davon. Und wie gesagt, es handelt sich hierbei um die erste Generation des Chevrolet Camaro. Der Mustang kam ja 1964 auf den Markt. Und die Problematik ist, dass GM da nicht so wirklich eine Antwort drauf hatte. Hatte niemand. Niemand hatte irgendeine Antwort auf den Mustang. Und deswegen hat man hier eben die Erfolge genommen, die Erkenntnisse genommen aus den anderen Modellen, die GM damals hatte, die wahnsinnig erfolgreich waren. Impala, Chevelle und Nova. Und hat das alles eben vereint im Camaro hier eben, der dann 1967 auf den Markt gekommen ist, also 3 Jahre später als der Mustang erst. Und ja, damit hat man dann direkt ein Konkurrenzprodukt auf den Markt gebracht, was den Mustang auf jeden Fall gut einheizen sollte. Die erste Generation vom Camaro hing in den Verkaufszahlen ein gutes Stück hinter dem Mustang. Ich glaube, das erste Mal, dass der Camaro mehr verkauft hat als der Mustang, war 1979. Bin ich mir jetzt aber nicht ganz sicher, ehrlicherweise. Weil, naja, gut, muss ich halt auch erstmal ein bisschen etablieren. Und der Camaro hat auch nicht so viele Jahre gehabt. 1970 bereits kam die zweite Generation auf den Markt. Also gerade mal 3 Modelljahre gab es von der ersten Generation. Das Ganze noch dann parallel eben mit Pontiac, mit dem Firebird. Die erste Generation, die wir ja auch in Horizon 4 hatten. Ist da ja das Schwestermodell tatsächlich.
Und deswegen sehen die sich auch so super ähnlich. Also auch, das hat sich ja beim Camaro und beim Firebird wirklich durchgezogen bis zum Ende. Bis der Firebird eben nicht mehr existiert hat. Und wenn Spawnjack immer noch geben würde, dann würde es auch immer noch einen Firebird geben, der wahrscheinlich ähnlich aussehen würde zum Camaro. Kann man relativ sich sicher sein. Nichtsdestotrotz hat man hier auf jeden Fall schon mal ein sehr sportliches, performantes Aggregat auf den Markt gebracht. Es gab viele verschiedene Versionen von der ersten Generation. Es gab beispielsweise auch eine RS-Version, Rally Sport. Nennt sich das Ganze, die mit Rally überhaupt nichts zu tun hat. Warum sie das Ganze so genannt hat, keine Ahnung. Kann ich euch nicht sagen, aber es gab eine Rally Sport Edition. Weil, warum nicht? Und ja, das Ganze hier ist auch kein Muscle Car in der Theorie, sondern ein Pony Car. Ich persönlich mache keinen Unterschied. Sagen wir es, wie es ist. Ich bin ein riesen Muscle Car Fan, ich bin ein Stück weit auch Muscle Car Experte, würde ich einfach mal sagen, aber ich persönlich ziehe keinen Unterschied zwischen Pony Car und Muscle Car. Es gibt in der Theorie auch ein Blatt Papier ein, ja. Was witzigerweise mit der Größe der Fahrzeuge nichts zu tun hat. Obwohl man das meinen könnte. Aber, ja, wie gesagt, wenn ihr zu einem Mustang Muscle Car sagt, dann drehe ich euch da keinen Strick draus. Sollte niemand machen, weil das sind einfach im Grundkonzept doch extrem ähnliche Fahrzeuge. Ob wir mit dem Camaro auf der Teststrecke eine gute Zeit setzen können, das gucken wir uns jetzt an. Wir gehen rüber zur Teststrecke. Dann steht der Camaro an der Startlinie und fährt hier los mit tatsächlich relativ wenig Wheelspin. Schafft es dann auch von 0 auf 100 hier in eher 6,0 Sekunden statt in 6,5. Also ein bisschen schneller als die reale Angabe. Und das Getriebe ist, sag ich mal, eine Sache, die mir recht positiv auffällt. Also wir haben ja Getriebe oder allgemein ein Fahrzeug, was mittlerweile über 50 Jahre alt ist. Und ich finde sowohl die Übersetzung als auch die Schaltzeiten wirklich nicht schlecht. Also gerade die Schaltzeiten, achtet mal drauf, die sind für ein Fahrzeug aus der damaligen Zeit sehr, sehr stark. Also da kann man auf jeden Fall, würde ich jetzt persönlich mal sagen, nicht großartig meckern, definitiv. Was die Kurbellage angeht, ich weiß, das will der ein oder andere jetzt gar nicht hören und ich sehe auch schon ganz genau, wie mir hier vorgeworfen wird gleich, boah Andi, du bist doch eh so biased, was US-Fahrzeuge angeht. Du kannst das ja gar nicht neutral bewerten. Ist vielleicht was dran. Ich persönlich würde trotzdem sagen, dass ich gerade auf der Teststrecke da doch immer sehr neutral bin und die Vorteile und Nachteile von einem Fahrzeug, beziehungsweise die Stärken und Schwächen von einem Fahrzeug doch immer sehr objektiv berichte. Und ich muss halt an der Stelle wirklich sagen, dass die Kurbellage wahnsinnig stark ist für das Baujahr. Also man sieht ja auch, dass hier, ne, weil ja ganz gerne gesagt wird, boah, Ami damals ja alle mit dem Bootfahrwerk unterwegs. Da neigt sich echt nicht so dramatisch viel, wenn wir hier um die Kurven fahren. Also Fahrwerke hatte GM damals einfach wohl schon richtig gut drauf, muss man sagen. Also wirklich, das ist eine sehr, sehr, sehr gute Kurvenlage für das Baujahr natürlich. Aus heutiger Sicht, klar, ist das Fahrwerk viel zu weich, brauchen wir nicht drüber reden. Aber wie gesagt, für die damalige Zeit ist das sehr, sehr gut. Kann man meiner Meinung nach nichts wirklich gegen sagen. Wo man was gegen sagen kann, sind die Bremsen. Die sind die größte Katastrophe an dem ganzen Fahrzeug. Da merkst du auch einfach, wie viel sich nach vorne neigt und wo dann doch vorne die Bremskraft fehlt, die man da irgendwie bräuchte. Also, wie gesagt, das ist überhaupt nicht gut. Die Bremse so in der langsamen Kurve reinbremsen ist echt nicht geil. Da musst du dir schon sehr, sehr früh überlegen, wo du den Anker schmeißen möchtest. Und dann klappt es vielleicht mit Glück auch. Aber ansonsten, Durchzug auf der Geraden, wenn wir jetzt hier nochmal im schnellen Abschnitt sind, ist gut. Für das damalige Baujahr eben haben wir hier auch ein sehr gutes Leistungsgewicht natürlich. Deswegen Beschleunigung auf jeden Fall nicht schlecht. Top Speed ist ein bisschen wenig, muss man sagen. Also da hätte man vielleicht nochmal ein bisschen mehr haben können, aber ist vielleicht irgendwo auch diesem doch sehr sportlichen Getriebe geschuldet, dass man da doch noch ein bisschen mehr auf die Beschleunigung gegangen ist. Das könnte ich mir dann doch sehr gut vorstellen natürlich. Aber ja, wir kommen ja auch sehr geschmeidig um die letzten Kurven ohne Probleme rum. Kommen mit 205 km/h über die Ziellinie. Und er setzt eine Zeit von 3 Minuten 6,377 und ist damit ein paar Zehntel schneller als der Ford F-150 SVT Lightning, der, wie wir sehen, den gleichen LI hat. Also das auf jeden Fall schon mal
Eine coole Angelegenheit ist der alte Lightning, ne? Nicht der neue. Der neue wäre kein SVT. Ansonsten, ja, eine Lücke nach vorne zu Modellen wie einem Mazda 323 GTR, Charger Daytona natürlich aus einer ähnlichen Ära oder aus dem gleichen Jahr sogar, hat einfach die Aerodynamik, die noch mal ein bisschen schneller um die Kurve drückt und halt noch viel mehr Power, muss man sagen. Aber insgesamt auf jeden Fall, wenn wir auch den Mustang Boss 302 sehen, der 1,5 Sekunden langsamer ist, dann ist das hier sehr, sehr stark gewesen vom Camaro. Definitiv. Also, das mit der Kurvenlage sag ich nicht, weil ich Bock drauf habe, weil ich einen Camaro hervorheben will. Ich habe da überhaupt nichts von. Wenn ich jetzt sage, der Camaro ist so geil, was bringt mir das? Ich sag das, wie gesagt, einmal, weil ich das persönlich so schon empfinde. Und gerade aus dem Baujahr, finde ich, haben wir selten was Stärkeres gehabt, was die Kurvenlage angeht. Definitiv. Also, wie gesagt, ihr seht ja auch zumindest die Neigung des Fahrzeugs in der Kurve. Und da war halt echt nicht viel. Also, das Fahrwerk, dafür, dass es so weich ist, hat den Wagen doch sehr, sehr stark gehalten irgendwo. Das kann man auf jeden Fall mal so sagen. Ansonsten habe ich, glaube ich, zu jedem Aspekt des Fahrzeugs auf der Strecke schon was gesagt. Deswegen würde ich sagen, verweilen wir nicht hier, sondern gehen zum Tuning und schauen mal, was wir so machen können. Wir können einen LS-Swap machen, klar. Witzigerweise exakt gleiches Drehmoment wie der L78. Sehr cool. Hat ein bisschen mehr Drehmoment. Super Duty. Dann, ja, natürlich. TVA V12, ill. Er klingt zumindest ein bisschen nach V8. Immerhin. Oder Viper V10. Wir bleiben natürlich beim Stockmotor, ist doch logisch. Und wir hauen die Turbos drauf. Nein, natürlich nicht. Wir hatten in letzter Zeit viele Kompressor aufgebaut. Ich würde sagen, wir lassen ihn heute mal als Sauger. Ist jetzt mal mein Vorschlag. Aero. Hinten könnte man sogar machen, sieht gar nicht so doof aus. Stoßstangen entfernen hinten, aber vorne nicht. Ergibt natürlich Sinn. Oder, klar. Andere Luftrutzen. Aber ich finde die Haube vom Camaro, die er hat, eigentlich ganz geil. Deswegen lassen wir die mal sein. Weißwandreifen würde gehen. Sieht auf so einem total eleganten Camaro natürlich auch super aus. Ne, ich würde sagen, wir nehmen die Oldtimer-Rennreifen. Wir bleiben ein bisschen dezenter, was den Aufbau angeht. Deswegen machen wir auch nur 265er vorne drauf. Ach du Scheiße. Was sind das aber auch für Abstufungen? 215, 55, 315... Wo Mittelstufen? Eieiei. Ja, bis rausholen können wir sie. Eieiei, da machst du aber halt auch nichts. So, Getriebe nehmen wir natürlich mit. Nehmen damit 3/10 Schaltzeit insgesamt ab. Ja, 6-Gang reicht, würde ich sagen. Renndiff. Natürlich Bremsen und Fahrwerk sowieso. Driftfahrwerk würde auch gehen. Lassen wir aber sein. Stabilisatoren. Hm, 1,4 gehen wir mal runter. Auspuff. Da fände ich den sogar irgendwie am passendsten. Nehmen wir mal. Hauen ihn mal auf 7,3 Liter Hubraum hoch, natürlich. Und wir gehen mal auf 400, ja, wie viel denn? 430, würde ich sagen. Ist doch ein schöner Wert, oder? 430, sag ich. Mein Gott, ey. Echt jetzt?
Werd hier beschissen? Aber eiskalt. Okay, 433. Dann halt so. Mein Gott. Eieiei. Da will ich jetzt auch nicht so viel experimentieren. So, Livery. Wir haben erstmal ein paar Serienfarben. Und zwar nicht nur ein paar. Es sind viele. Sehr, sehr viele. Die auch zum Großteil sehr geil aussehen, finde ich. Aber hat auch was. Es gibt ein Design, was ich möchte. Und zwar das Yenko-Design. Es steht Fast and Furious drauf, es ist aber ein Yenko-Design. Das hat jetzt nichts speziell mit Fast and Furious zu tun, auch wenn er im zweiten Teil vorgekommen ist. Ich habe zum Camaro Supersport mit einem Yenko-Design eine sehr spezielle Bindung. In Horizon 2 war der Camaro ja ein Startwagen. Und ich bin ihn mit exakt diesem Design gefahren. Der Yenko Camaro ist im Prinzip, wenn man so möchte, mein erster Wagen in Forza ever gewesen. Und deswegen, wenn ich halt einen Camaro Supersport fahre, dann muss er das Yenko-Design haben. Komm ich nicht drum rum. Geht aber nicht. Da wird man auch direkt nostalgisch. Also ich zumindest. Ihr nicht, weil ihr wart ja nicht dabei damals. Das war ja noch zu der Zeit, wo ich noch ein paar Jahre von YouTube überhaupt weg war. Zwei, um genau zu sein. Was auch wild ist, wenn ich bedenke, nächstes Jahr wird das Ganze, nee, übernächstes Jahr wird das Ganze 10 Jahre her sein, dass ich Horizon 2 angefangen habe. Und das ja im Prinzip, wenn man so möchte, überhaupt die Spirale ist, weshalb ich mit YouTube angefangen habe. Dass ich mir damals die Konsole gekauft habe mit Horizon 2, ist eigentlich der Grund, warum ich heute überhaupt hier bin. Weil ohne Horizon 2 wäre ich niemals auf den Pixelhelden-Teamspeak wahrscheinlich gegangen. Ich bin ja wegen den Multiplayer-Aufnahmen hingegangen, ursprünglich. Und dadurch hat das Ganze mit YouTube ja überhaupt erst angefangen, weil ich dadurch halt die Leute kennengelernt habe, die mich dann dahin gedrängt haben und mich auch unterstützt haben dabei, muss man auch sagen. Also, ja, ich verdanke Horizon 2 sehr viel. Definitiv. Und der Camaro erinnert mich halt immer dahin zurück. Muss man eindeutig so sagen. Ist ein guter Wagen. Definitiv. Und das wäre halt auch so ein Traum, irgendwann so ein, so entweder halt einen richtigen Yenko Camaro zu besitzen oder halt einen Camaro und dann eine Yenko-Livery drauf machen. Ja doch, ein Camaro und eine Yenko-Livery drauf machen. Und dann vielleicht noch so ein Horizon 2 Aufkleber. Irgendwohin. Das wäre halt schon ein absoluter Traum, definitiv. Was war denn euer erster Wagen, den ihr in Forza gefahren seid? Schreibt das gerne mal in die Kommentare. Würde mich interessieren. Egal ob Horizon oder Motorsport. Ich kenne ja auch sehr, sehr viele, die in Horizon 4 erst angefangen haben. Aber vorher schon mal im Motorsport dabei waren. Also, wie gesagt, schreibt das gerne mal in die Kommentare rein. Gerne auch für beides, für Motorsport und Horizon. Ich muss auch sagen, was die Startwagen angeht, war Horizon 2, finde ich persönlich, der beste Teil. Ich finde die Startwagen in Horizon 5, die haben Sinn ergeben irgendwo. Weil du als Superstar schon hinkommst und dass du dann halt eine Corvette, einen Bronco und einen Supra, einen getunten zur Auswahl hast, das ergibt halt Sinn. Dass du als Horizon Superstar dich beim Golf 3 startest oder so, klar. Ich fand die Horizon 4 Auswahl echt schlecht, rückwirkend betrachtet. Die hat für mich einfach gar keinen Sinn ergeben. Der Fokus eben, der Charger und der TTS. Das ist so komplett random irgendwie. Finde ich persönlich. Und Horizon 3 war für mich sogar zu viel und auch da zu wenig Seele dabei.
Was war es denn da? Das war der Holden Gen F, Shelby GT350 R, Nissan Silvia mit Rocket Bunny Kit. Und ich glaube, es waren noch zwei andere. Also wie gesagt, das waren, glaube ich, fünf Startfahrzeuge in Horizon 5, in Horizon 3. Die aber alle irgendwie sehr weird waren, keine Ahnung. Und in Horizon 2 damals eben mit dem Camaro, dem Z4 und dem Supra eben, MK4. Du hattest schon was Sportliches direkt unterm Hintern. Aber jetzt auch nichts allzu Krasses. Und das hat halt auch damals im Sinne der Story sehr viel Sinn ergeben. Weil du hattest ja, also irgendwo hattest du ja schon den Namen, ansonsten wärst du ja nicht eingeladen worden. Den Huracan zum Festival zu fahren. Also irgendwas musst du ja schon gehabt haben, aber halt auch nicht so unendlich viel. Deswegen mit sowas mittelmäßigen Einsteigen war da auf jeden Fall sehr cool. Also ich würde es auf jeden Fall, ich würde es wahrscheinlich so ranken, Horizon 2 auf der 1, was die Startbahn angeht. Horizon 5 nicht weit dahinter auf der 2. Dann Horizon 3, dann Horizon 4. Aber Horizon 3 und 4 sehr, sehr weit unter Horizon 2 und 5. Definitiv. Horizon 1 würde ich jetzt nicht werten, weil da hast du ja nicht wirklich eine Auswahl, hast du ja nur einen. Deswegen würde ich Horizon 1 mal ausklammern. Beim Motorsport, bin ich ehrlich, kann ich mich gerade gar nicht mehr erinnern. Motorsport 7 ist 5 Jahre her bei mir. Ich glaube, es war ein Golf dabei und irgendein Subaru. Ich glaube, es war der... Nee, es war ein Motorsport 6. Genau, Motorsport 6 war es, der Golf 7 und irgendein Subaru. Aber ich glaube, noch 2-3 andere Fahrzeuge. In Motorsport 7 weiß ich es gar nicht mehr. Also könnte ich euch jetzt gerade nicht mal einen nennen, tatsächlich. Ne, tatsächlich nicht. Warte mal, Moment. Also das interessiert mich jetzt aber schon. Ich will das mal jetzt hier kurz recherchieren. Forza Motorsport 7 Start Cars. Auch gut, finde ich gerade gar nicht. Okay. Hatte Motorsport 7 Starterfahrzeuge? Muss ja, irgendwann muss er ja gestartet sein. Okay, keine Ahnung. Also ich finde gerade überhaupt nichts dazu. Ich weiß es nicht, keine Ahnung. Super weird. Vielleicht ist es auch in Motorsport 7 so gewesen, dass du vielleicht auch nur einen Wagen hattest, aber dir halt sehr, sehr schnell viele andere verdient hast. Übers Tutorial beispielsweise. Das kann halt sein. Aber ja, es ist auf jeden Fall so, Starterfahrzeuge in Horizon und in Motorsport sind immer eine interessante Nummer. In Horizon finde ich sogar noch ein bisschen mehr als im Motorsport. Weil in Motorsport wechselt man irgendwie gefühlt mehr durch die Fahrzeuge durch. Ich persönlich zumindest. Hoffe ich auch, dass das im neuen Motorsport vielleicht ein bisschen anders ist. Dass man da ein bisschen mehr Zeit mit einem Fahrzeug verbringt und sich halt ein bisschen mehr einfach auch damit einfindet. Das fand ich an Need for Speed ja ganz geil. Dass man da ein bisschen mehr Zeit mit dem Wagen verbracht hat. In Horizon steht es ja halt vollkommen frei, in Motorsport halt nicht so wirklich. Weil du ja immer verschiedene Klassen fahren musst eigentlich. Aber wie gesagt, Starterfahrzeuge sind für mich auch immer so cool rauszufinden, einfach was es überhaupt ist in erster Linie. Es hat so ein bisschen Feeling wie in Pokémon das erste Starter-Pokémon zu wählen. So, du weißt, du wirst es lieben, aber irgendwann hast du halt sehr viel mehr als das.
Weiß ich nicht, ob ich da der Einzige bin oder nicht, aber ich sag mal, meine Starter Corvette hier aus Horizon 5, ich halte sie in Ehren. Also, sie ist ja mittlerweile mutiert zur Animotorsport Corvette. Ich habe gerade, glaube ich, Camaro gesagt, ne? Ne, es ist, wie gesagt, mittlerweile die Animotorsport Corvette geworden. Was ja auch schon mal eine Änderung ist zu dem, was ich ja, wie ich es ja sonst immer gemacht habe. Ich habe ja eigentlich meine Starterfahrzeuge immer so gelassen, wie sie sind. Nachdem ich sie halt das erste Mal dann weggestellt habe. Aber diesmal wollte ich halt wirklich auch so eine kleine Entwicklung haben mit dem Wagen. Und ich glaube, von einer Corvette zu einer Animotorsport Corvette ist keine schlechte Entwicklung, würde ich jetzt mal sagen. Das Ding ist halt, je mehr ich über Forza Motorsport rede, desto mehr habe ich Bock drauf. Gleichzeitig aber auch irgendwo die Skepsis. Weil wir halt immer noch nichts wirklich wissen groß. Also ja, wir wissen, es wird kommen, es wird Fahrzeuge haben, es wird ein paar Strecken haben, ja, aber so den krassen Reveal hatten wir ja immer noch nicht so wirklich. Wir haben auch bisher noch kaum wirklich Gameplay. Was weird ist, weil laut offiziellen Angaben Forza Motorsport sich schon in der Polishing-Phase befinden soll. Und die Polishing-Phase ist in der Entwicklung eigentlich die letzte Phase. Also, es ist extrem verwirrend irgendwie, was da bei Turn 10 aktuell passiert. Und je weniger man dazu hört, desto komplizierter wird es für mich irgendwie, es zu verstehen. Ich hoffe einfach, es wird Spaß machen. Und wird auch eine ordentliche Liste von sowohl Straßenwagen natürlich, ja, als aber auch natürlich modernen und klassischen Rennwagen besitzt. Ich hoffe wirklich, sie schmeißen sowas wie ein SLS GT3 und so, schmeißen sie raus mal, weil das ist vielleicht dann cool, wenn wir eine gute Karte haben und dann gibt es mal irgendwie so ein Retro-GT-Update, wo dann im Stil der Festival-Playlist mal davon ein paar ältere zurückkommen. Das wäre vielleicht dann okay, finde ich, aber ansonsten brauchen wir da halt echt wirklich ein modernes Feld einfach. Nicht nur GT3-Rennwagen, sondern LMDH beispielsweise. Wäre extrem geil, wenn da was kommen würde. Aber ich denke, ich werde einfach mal so ein... Ich denke mal Ende Juni, wenn wir bis da noch nichts Neues wissen zu Forza Motorsport, werde ich einfach mal so ein Wishlist-Video machen, was die Karlis angeht, welche Klasse ich mir wünschen würde, welche Fahrzeuge im Speziellen. Weil ich glaube, eine Wishlist zum Motorsport habe ich ja, glaube ich, noch nie gemacht. Sondern immer nur zu Horizon. Aber gerade was Rennwagen angeht, da mal eine Liste zu schreiben, hätte vielleicht was auf jeden Fall. Und dann halt wirklich auch ein längeres Video draus machen, wo ich wirklich dann nicht nur 10, 20 Fahrzeuge vorstelle, sondern 50 oder so. Aber wie gesagt, wir gucken mal jetzt im Juni, was wir da eventuell erfahren oder nicht. Ich könnte mir vorstellen, im Mai werden wir nichts dazu herausfinden. Aber potenziell im Juni würde Sinn ergeben, falls dort eine Showcase stattfindet. Das müssen wir aber abwarten. So, Camaro auf jeden Fall. Fährt sich richtig, richtig gut. Also fährt sich immer noch so schön klassisch. So, wenn du willst, dann kriegst du ihn quer. Das machen halt die Oldtimer-Rennreifen. Aber du kriegst ihn auch wirklich schön aggressiv um die Kurven rumgeprügelt. Also macht sehr, sehr, sehr viel Spaß zu fahren. Absolut. Also ich sag's immer wieder. Unterschätzt die alten Amis nicht. Baut sie euch selber auf. Sehr coole Fahrzeuge. Ich würde sagen, meine Damen und Herren, das wäre es mit dieser Ausgabe hier dann aber auch gewesen. Wenn dir das Video gefallen hat, würde ich mich sehr über Deutschland nach oben mit Abo freuen. Bis zum nächsten Mal. Servus!